40 Mal, genau 40 Champions League Packs werden heute gezogen und mal gucken, was da drin sein wird. Jungs, schreibt mal in die Kommentare, habt ihr die SBC gemacht? Ihr werdet heute sehen, ob sich das Ganze lohnt oder nicht. Und ja, passend zu Champions League am Abend, denke ich, kann man sich das auf jeden Fall mal gönnen. Ich würde sagen, auf geht's. Ihr braucht günstige PSN-Cards oder Xbox Live, dann checkt auf jeden Fall mal MMOG ab und benutzt den 3% Discount-Code REALFIFA, um zu sparen. Danke für eure Unterstützung und jetzt viel Spaß mit dem Video. Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal REALFIFA. Late Night Pack Opening ist da, denn die UCL Upgrade SBC ist draußen. Ihr seht es hier. Jeder kann sie machen und jeder kann Champions League Spieler ziehen. Schreibt mir in die Kommentare, wen ihr gezogen habt und macht ihr die SBC. Ihr seht es hier, man muss 6 seltene Spieler haben und ansonsten nur Goldspieler einfügen. Also das kann man, denke ich, schon mal machen und ich hoffe, wir kriegen heute den ein oder anderen Brocken. Unser bester CL-Spieler ist ja Leroy Sané, der eigentlich schon krass ist, aber vielleicht geht das noch besser oder auch so ähnlich, sage ich mal, von der Stärke her. Wäre auf jeden Fall fresh. Lasst natürlich gerne ein Like da, wenn euch das Ganze gefällt und ihr Bock habt auf mehr solcher Upgrade-Pack-Openings. Checkt natürlich auch gerne mal MMOG ab für PSN-Cards, Xbox Live-Cards oder irgendwas anderes. Wenn ihr irgendwas benötigt und mich dabei unterstützen möchtet, könnt ihr das gerne tun. 3% Code REALFIFA in der Beschreibung. Danke wirklich, Jungs. Und jetzt hoffe ich, dass wir uns auch bei den UCL-Packs bedanken können. Wir starten direkt. Am besten ziehen wir mindestens vielleicht... Okay, nee, ich sag erstmal gar nichts. Vielleicht ziehen wir was Krasses, vielleicht nicht. Ich will hier keine Hoffnung haben. Entweder sie geben uns die Hoffnung oder nicht. Erstes CL-Pack, das wird schon mal kein Walkout, glaube ich. Aber das könnte sogar Ralf Fährmann sein. Alter, Fährmann wäre richtig sick gewesen. Aber es ist Ulreich. Okay, klar, neuer als Champions League Card wäre auch nicht schlecht. Bayern hat ja auch gespielt gegen AEK Athen, gewonnen. Aber gut, klar, ja, da könnte man natürlich eher so einen Fährmann haben. Oder auch Neuer wäre nicht schlecht. Oder Ter Stegen, Alter, da gibt es schon geile. Kein Walkout hier. Aber trotzdem eine Wand. Und das kann natürlich trotzdem was Gutes sein. Oh, das wird, ja, okay, Maicon, wahrscheinlich, genau, von Galatasaray Istanbul, 82 rated. Ja, gut, also, ist natürlich jetzt nicht so das, was wir sehen wollen. Gibt es eigentlich noch krasse Innenverteidiger basieren? Ja, Philippe Luis, ich meine Thiago Silva, aber gut, Maicon haben wir noch nicht, den nehmen wir natürlich. Und nehmen hier das allererste Pack und vielleicht... ist der hier eine versteckte, geile Karte. Sieht erstmal nach nicht so einer guten aus. Es wird von Porto Marega sein. Alles klar, was hat der für Jungs? Also jetzt mal ehrlich, ne? Schreibt mir in die Kommentare, habt ihr schon mal mit dem gespielt? Der Typ sieht doch schon lecker aus. Hashtag no homo, ne? Also 89 Pace und 89 Physis. Er wird wahrscheinlich, also er kostet wahrscheinlich nichts, ne? Aber wir können ihn ja auch nicht verkaufen, weil es sind untradable Packs. Aber der Typ, okay, mit 2 Stern Skills. Okay, okay, mit E, das war wohl nichts. Wenn wir da ohne Walkout rausgehen, ist das schon wirklich traurig. Ohne Walkout rauszugehen, ist schon traurig. Und jetzt kriegen wir auch noch die Legende himself. Sandro fucking Wagner. Es ist unglaublich, was wir hier für Spieler ziehen. Ja, Sandro Wagner, Jungs, haben wir sogar schon. Und auch noch Moussa Dembélé. 9 Packs noch. Jungs. Ich gehe jetzt einfach mal hier ein bisschen weiter. Und wir nehmen einfach mal das hier. Also man muss ja jetzt hier natürlich sagen, aus 13 Packs, da sind ja schon relativ viele, könnte doch eigentlich jetzt vielleicht mal eine geile Karte kommen. Ja, Kingsley Coman, 84er, oh mein Gott, ey, perfekter Backup, das ist ein schmackhafter Backup, Kingsley Coman in der CL-Version, oh, das ist wirklich eine richtig geile Karte, das ist ein Spieler, den ich auf jeden Fall haben möchte, Kingsley Coman ist am Start hier, 84er mit D'Ambrosio. Und ihr seht es hier, 5 Sterne Skills auch noch dazu. Also den kann man, denke ich mal, als Backup so einsetzen. Würde ich jetzt einfach mal direkt, glaube ich, guck mal, Alter, 96 Antritt, Sprintgeschwindigkeit und so weiter. Den kann man halt schon spielen, ne? Auf jeden Fall richtig geil. Nach Kingsley Coman direkt wieder was Heftiges kommt. Das wäre natürlich schön.
Das wäre natürlich schön. Und ob das jetzt passieren wird... Ja, Neres, den habe ich glaube ich schon. Neres von Ajax Amsterdam. Lasst jetzt hier eine geile Karte springen. Zum Beispiel Walker könnte auch passieren. Das, der ist halt kein Walkout, aber trotzdem biestig. Und jetzt kriegen wir Lukas Piszczek von Borussia Dortmund. Geiler Rechtsverteidiger aus der Bundesliga. Haben wir auch noch nicht. Und den kann man auch auf jeden Fall mal so nehmen. Werde ich vielleicht mal für ein Bundesliga-Team oder so gebrauchen können. Also schon eine spielbare Karte. Und auch noch hier das Talent Kasper Dolberg. Bisher sieht das noch nicht Walkout-lastig aus. Das nächste ist es leider auch nicht. Das ist auf jeden Fall leider kein Walkout. Aber, wer ist das denn? Fanaken. Interessant. 52 Pace. Den kann man auf jeden Fall nicht gebrauchen. Ja. Also kriegen wir heute noch unser Walkout? Das ist eine gute Frage. Rupp noch von Hoffenheim. Gut, alle Stats fast unter 70. Alles nur bitte ein Walkout noch. Das wäre sonst nicht so geil. Und das wird jetzt auch... Ja, wer wird das? Jemerson sein. Okay. Ob uns das dann irgendwie Glück bringt, werden wir sehen. Aber ihr seht schon selber, bisher Kingsley Coman der einzige. Und das wird jetzt Mariano von Real Madrid. Immerhin mal, ja, eigentlich schon eine frische Karte, ne? Ist halt aber auch für Cheap Teams eher so gedacht. 86 Tempo, 83 Physis, geht ja klar. Aber den werde ich auf jeden Fall nicht spielen. Den man spielen kann, wäre auch nicht schlecht. Aber da müssen wir mal schauen, ob das noch kommt. Jetzt schon wieder Brasilien. Die haben Bock und die haben richtig Bock. Paulinho wird Zucker. Arthur wird es von Barcelona. 83er Arthur. Schade. Okay, der hat ja jetzt nicht die heftigsten Stats, ne? Also, obwohl geht eigentlich klar, ne? Oh, sogar Doppel-Barca Mittelfeld mit Denis Suarez. Wird jetzt auch nichts Geiles kommen. Das ist Adam Lallana. Ja, Adam Lallana, Premier League, Liverpool. Hat, glaube ich, sogar 5-Star Weakfoot. Wenn mich nicht alles täuscht, genau. Das ist die Verschwörung. Das ist die Verschwörung. Kingsley Coman, unser bester Spieler. Und jetzt kriegen wir... Und jetzt kriegen wir... Fernandes. Ich würde sagen, wir müssen da noch ein paar mehr machen. Da fällt mir nichts zu ein. Peklak ist auf jeden Fall noch nicht am Start. Das muss besser werden. Das Ganze lasse ich natürlich nicht auf mich sitzen. Wir haben jetzt 13 Packs gezogen. Kein Walkout. Kein Walkout. Das müsst ihr euch merken. Immer aus 13 Packs heißt, es ist schon wirklich schwer, was Gutes zu ziehen. Aber gut, ich hoffe jetzt die nächsten 5 bringen uns vielleicht nochmal was richtig Geiles. Ich hoffe es einfach. So, starten mit dem ersten. Und das sieht schon vielleicht nach einer gar nicht so schlechten Karte aus. Und Kevin Gamero, Jungs, den haben wir glaube ich schon, aber ist eine richtig geile Champions League Card. Kann ich euch auch empfehlen, zum Beispiel auch für Cheap Teams zu kaufen. Juan Bernat haben wir jetzt hier gezogen von PSG. Die haben irgendwie gerade gar keinen Bock zu gönnen. Das wird jetzt wahrscheinlich Bravo von City. 80 rated, Bravo. Den werde ich auf jeden Fall in mein Main Team setzen. Da fackelt es nicht lange. 3 Stück noch. Jungs. Was ist hier los? Goldene Mitte vielleicht mal. Vielleicht die goldene Mitte. Das wird's. Oh shit. Kein Walkout. Aber Eric Bailly. Oh mein Gott. Das ist geil. Das ist richtig geil. Joa. Den kann man mal so mitnehmen, denke ich. Hat jetzt zwar auch einen Inform, aber guckt euch mal diese Champions League Karte an. Ich denke auch, der wird die ein oder anderen Coins wert sein. Können wir natürlich leider nicht verkaufen, aber ist absolut sick. Absolut sicke Innenverteidigerkarte. Wirklich. Eric Bailly. Komm schon, ein Walkout hier. Bitte, Jungs, tut mir das doch nicht an. Das gibt's doch gar nicht. Da kommen einfach keine Walkouts. Und jetzt ziehen wir schon wieder Gamero, als ob der jetzt nochmal kommt. Kevin Gamero, Digga. Ich weiß, du bist eine gute Karte, aber zweimal hintereinander ist nicht so fresh. Ihr seht es schon. Digga, die geizen einfach rum mit den Walkouts. Und wer wird das jetzt sein? Es sieht nach Marlos aus.
Ja, 83 rated, hat ein gutes Rating. So, ich bin ehrlich zu euch, wir haben jetzt nochmal 5 gemacht und ich würde sagen, wenn hier kein Walkout kommt, dann hat sich das Ganze überhaupt nicht gelohnt. Also jetzt würde ich schon sagen, es hat sich nicht gelohnt. Aus 18 Packs haben wir Coman und Bailly als beste Spieler gezogen. Ist schon wirklich nicht so gut, aber vielleicht werden die letzten 5 Packs ja besser. Der Frage werden wir jetzt auf den Grund gehen. Und vielleicht kommt ja wirklich noch was Gutes. Im ersten Pack auf jeden Fall schon mal keine gute Karte. Chiriches aus 23. Das ist schon hart. Und jetzt sehen wir hier vielleicht, okay, Alan. Den haben wir aber, glaube ich, auch schon. Ist aber eine gute Mittelfeldspielerkarte, ne? Das ist auf jeden Fall 83 rated, eine geile Karte, die wir leider nicht gebrauchen können, weil wir ihn schon doppelt haben. Der jetzt noch in dem Pack hier auch nicht. Okay, das wird Burgstaller sein hier. Von Schalke 04. Kein Walkout. Einfach 23 Packs, Jungs. Lovren von Liverpool. Und ich bin mir sicher, im letzten wird auch nichts kommen. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Und es wird natürlich auch wieder nichts. Dann ist natürlich mal wieder die absolute Verarsche. Ach du Scheiße. Keine Ahnung. Komm. Ein neuer Tag ist angebrochen und wir haben jetzt noch einmal 7 Stück gemacht. Also ich wollte eigentlich nur mit 13 anfangen. Jetzt sind wir bei 30, wenn wir diese 7 geöffnet haben. Und bisher kann ich euch sagen, es hat sich nicht gelohnt. Wir haben keinen Walkout bisher aus 23 Packs. Ob wir jetzt was ziehen? Ich habe keine Ahnung und ich habe auch wirklich ein schlechtes Gefühl, wenn ich ehrlich bin. Aber wir wollen hier doch wenigstens mit einem Walkout ausgehen. Erstes Pack, es wird schon mal keiner. Aber vielleicht trotzdem irgendetwas Wertvolles. Boya Vallejo, den können wir natürlich auch nicht wirklich gebrauchen. Kommen jetzt hier zur Champions League. Einfach was Geiles und nicht Boya Vallejo. Wir haben eigentlich Möglichkeiten von so vielen guten Spielern. Jetzt, ja, könnte es. Oh, das könnte Laporte sein von Manchester City. Also so viele Möglichkeiten, immerhin ein Walker zu ziehen. Aber bisher ist, glaube ich, die bestbewertetste Karte 84 rated gewesen. Ja, und jetzt kommt hier die nächste. Und zwar Laporte von City mit Castillo mal der Fall sein. Aber, das sieht nicht so aus. Das sieht nach Gaia aus. Ja, okay, solider Linksverteidiger, ne? Okay, mit 69 Physis hat sich die ganze Sache dann auch wieder erledigt. Ja, unnormal heftig. Aber wir ziehen echt keine guten Karten. Onana jetzt von Ajax Amsterdam mit dabei. Oh Gott, nicht. Also, keine Ahnung. Na, Italien, das ist Candreva, oder? Candreva Inter Mailand. Und es kommt wieder kein Walkout. Alter, warum öffne ich die überhaupt noch? Für Robertson, okay, Robertson. Linksverteidiger aus der Premier League ist sogar gut eigentlich, ne? Ist sogar ein guter Linksverteidiger. Aber klar, ja, wenn man 30 Stück davon oder jetzt 29 Stück öffnet, dann will man was Besseres als Robertson. 30 Packs haben wir jetzt gezogen. Innenverteidiger Spanien. Marcano von Rom. Bei uns läuft auf jeden Fall hart, würde ich sagen. Marcano von Rom. Stabil. 6 Stück habe ich noch gemacht. Ihr seht schon selber, ich bin schon gut reingefallen hier auf EA. Und sollten wir jetzt in diesen 6 Packs wieder nicht ziehen, dann ist es so, dann bin ich auch gescheitert. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, wow, dass wir überhaupt so viele Packs noch gemacht haben. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ist auf jeden Fall mit Areola eine absolute Granate. 82 rated. Haben wir vielleicht sogar noch gar nicht. Deswegen immerhin mit Konoplyanka 36. Aus 36 Champions League Karten. Oh, jetzt ziehen wir ja hier nur noch Non-Rare Karten, Alter. Adam Scholloy. Läuft bei uns. Läuft bei uns richtig hart. Ey, das gibt's nicht, ne? Jungs, eigentlich will ich sowas gar nicht hochladen, aber ihr seht es. Es kommt hier nur Scheiße. Wow. Macht es auf jeden Fall nicht nach. Vielleicht habt ihr ja mehr Glück, aber guckt euch das an. Also, nächster schlechter Spieler. Bisschen witzig, wenn ich ehrlich bin. Aber keine Ahnung, Mann. Also, ja. Okay, das könnte was sein. Ja, vielleicht.
Chris Smalling, okay, ja gut. Ich wollte gerade sagen, ey, wäre das Walker gewesen, dann hätte ich alles zurückgenommen. Aber Kyle Walker kommt hier leider nicht. Vielleicht in den letzten beiden Packs. Man kann munkeln, aber am Ende glaubt man wahrscheinlich nicht dran. Und Renato Sanchez hier auch. Das gibt's einfach nicht. Wieder kein Walkout. Argentinien, rechter Flügel. Salvio. Von Benfica Lissabon. Nichts, natürlich. Oh mein Gott, keine Ahnung. Also ich bin schon gut salzig jetzt, wenn ich ehrlich bin. Wer wird der letzte Spieler sein? Das ist... Es hätte Dings sein können. Es hätte... Wie heißt der? Kondogbia sein können. Aber es wird Nzonzi im letzten Pack. Und ja, Freunde, ich bin wieder da. Aber ich habe die vier Packs jetzt nur gemacht. Nicht, weil ich hoffe, dass da jetzt noch was kommt. Okay, vielleicht auch schon ein bisschen, aber nein. Im 36. Öffnen, dann können wir jetzt auch die 40 voll machen, ne? Dann können wir jetzt 40 Champions League Packs hier aufmachen und sagen, dass wir hoffentlich vielleicht jetzt hier in den letzten Packs noch was Geiles bekommen. Ich, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll, aber es ist halt einfach wirklich traurig. Es sei denn, es kommt jetzt doch noch irgendwas. Dann nehme ich vielleicht alles zurück, aber ihr seht schon im ersten Pack, Neres, da will ich gleich... schon wieder weitermachen, überspringen, weil, ja, Valero von Real Madrid wäre schön, wenn es Ramos wäre. Das Ganze kann man natürlich auch als Experiment sehen, aber ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass ungefähr aus 10 Champions League Packs so ein Walkout kommt. Naja, gut, Pack Lucky ist jetzt hier nicht am Start. Lallana, nee, Milner, okay, James Milner, dankeschön. Non-Rare-Karte, deswegen nicht mal eine Wand hier. Mit Delph am Start, okay, ein englisches Pack. Rushen wir jetzt noch runter und dann haben wir die 40 komplett, einfach die 40 Packs komplett gemacht. Und vielleicht, oh, das ist Jimenez, glaube ich. Vielleicht jetzt hier sogar noch eine 85er Jimenez-Card. Ich glaube, das ist unser bester bisher, oder? Also vom Rating, glaube ich jetzt, ehrlich. Krass, immerhin mal ein Jimenez gezogen, ne? Kann man mal spielen. Kann man auf jeden Fall mal spielen, aber ich freue mich jetzt hier natürlich nur zum Schein. So, und jetzt nehmen wir das letzte Pack mit. Also, wenn euch das gefallen hat, lasst natürlich gerne ein Like da. Ist schon gut bitter und es fuckt mich gut ab. Aber ich hoffe, euch hat es wenigstens gefallen, ein bisschen zu lachen. Denn ich denke mal jetzt hier, im letzten Pack kommt bestimmt jetzt nichts Gutes. Und es wird natürlich auch kein Walkout sein. Komplette Verarsche, Freunde. Italien. Oh, Innenverteidiger. Oh, wer ist das? Ah, okay, Rugani, der das Ganze abschließt. Also Jungs, 40 mal Champions League Packs. Ja, das Ergebnis könnt ihr euch selber denken. Könnt ihr mal gerne reinschreiben, ob ihr vielleicht Glück hattet. Ich wünsche es euch natürlich. Ich hoffe, ihr habt bessere Packs als die hier gezogen, wenn ihr die Packs gemacht habt. 40 Stück davon lohnen, tut sich das auf jeden Fall nicht. Aber vielleicht, wenn man nur ein Pack macht und dann da Glück hat, vielleicht dann schon. Und jetzt würde ich sagen, macht's gut, Jungs. 50 Packs, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr nicht abonniert habt und hier weitere gute, schlechte Packs sehen möchtet, dann seid ihr auf jeden Fall richtig und dann würde ich sagen, macht's gut, haut rein und das waren 40 Packs, ich glaub's nicht.